Hellfire besucht virtuelle Kirchen. Ja, Mann. Ach nee, verschlossene Tür. Sogar die Kirche mag mich nicht. Alles klar. Jetzt dachte ich eine Riesenratte. Aber da war nur ein Stein. Aber die Kirche hier, die sieht schon recht schön aus, muss ich sagen. Sieht geil aus. Kommt man da rein? St. Hubert's Church. Okay. Krücke. All are welcome. Reverend Jeremy Wheeler. Okay. Da kommt man sogar rein. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Mach mal jemand Licht. Es werde Licht. Hallo. Kuckuck. Es werde nicht Licht. Alles klar. Keine Leichen. Ist aber auch schön. Okay, das sind diese Lichter. Das sind nicht normale Verzierungen, das sind einfach nur diese Lichter. Okay. Die bewegen sich, ja. Da hätte mich jemand beobachten können, ohne Problem. Ich spreche zu euch. Letzter Gottesdienst. Hallo. Niemand da. Okay. Dann hau ich ab. Da gibt's auch nichts. Da gibt's ja gar nichts. Das ist eine leere Kirche. Warum kommt man da überhaupt rein? Hier kommt man rein, andernorts nicht. Sehr interessant. Und dann schleiche ich wieder raus da, auf leisen Sohlen. Okay, hier gibt es sonst nichts. Die Gegend sieht wunderbar aus. Echt geil. Da waren wir schon. Irgendwo ruft noch ein Telefon oder was es ist. Möglicherweise ein Radio. Gehen wir da mal hinten durch. Von da kamen wir. Dann gehen wir hier. Oh, da geht auch noch ein Sträßchen hoch. Toll. Jetzt schon? Naja, gehen wir hoch. Da drüben. Okay. Hallo? Gott, diese Geräusche. In so einem schönen, einklängigen Tönchen solche Geräusche. Wow, gruselig. Da drüben, Jerry. Da kommt er. Da geht er. Kommt und geht, kommt und geht. Wo ist der Radio? Da. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das? Okay. Sie wurde überrascht im Turm 6.
ist auch nichts mehr. Mist. Können wir da mal die Straße hoch wieder? Gucken uns mal schnell um. Wo sind wir hier? Gemeindehaus? Gemeindehäuschen? Notfallmeeting. Jeder ist willkommen. Village Hall tomorrow night at 7 o'clock. Okay. Call me or Barb. Barb. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Okay. Wer? Tür geht an der Seite auf. Okay. Mein Fehler. Tür wieder schließen. Sonst kommt Jerry auf. Ja. Ich hoffe, das hört ihr auch. Ist recht, recht interessanter Ton. Als würde jemand reinschreien. Man erschreckt jedes Mal. Nur ein bisschen, aber ist schon ein dummes Gefühl. Autos lassen sich auch nicht öffnen. Hier können wir vielleicht... Der Zaun schwebt in der Luft. Da war etwas im Busch. Oder auch nicht. Okay, man kommt nicht durch. Die Musik wird immer wie dunkler. Football. Das amerikanische Lieblingsspiel. Observatorium, von da haben wir angefangen. Wisst ihr noch? Ist knapp eine Stunde her. Bisschen länger. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Was ist mit dem Bahn? Abgeriegelt. Es gibt keinen Weg ins oder aus dem Tal. Die meinen es mit dieser Grippesache offenbar ernst. Phil glaubt nicht, dass es die Grippe ist. Er sagt, er praktiziert schon 30 Jahre und hat mehr als eine Grippewelle erlebt. Und das hier kommt ihm seltsam vor. Im Radio hört man auch nichts Hilfreiches. Tut mir leid, ich bin zu spät. Haben Sie angefangen? Ja, aber ehrlich gesagt gibt es nicht wirklich viel zu bereden. Die Quarantäne wurde verhängt. Die Straßen sind alle dicht. Niemand scheint irgendwas zu wissen, aber es sind eindeutig Menschen verschwunden. Und zwar viele, nicht mal ein paar Rentner. Seit gestern hat niemand die Sullivans gesehen und ihr Haus steht sperrangelweit offen. Ich komme gerade von der Farm. Franks Kühe sind in der Nacht alle gestorben. Er ist völlig am Ende. Was für ein schlimmes Jahr für ihn. Erst Mary und jetzt das. Wenn jemand kommt, um diese Sache aufzuklären, müssen wir es eben selbst tun. Barbara, Phil soll eine Bestandsliste seiner Medikamente machen. Jeremy, rufen Sie alle zu einer Versammlung in den Gemeindesaal. Am besten schaffen wir vorerst alle an denselben Ort. Ich organisiere die Vorräte. Wir werden viele Mäuler zu stopfen haben. Im Lager ist jede Menge, aber... Na, fangen wir mit dem an, was hier im Dorf ist. Ich schreibe einen Dienstplan. Charlie, kannst du mir dabei helfen? Für dich doch immer, Mac. Ich sammle die Familien ein, die weiter abseits im Tal wohnen und schaue bei Lizzie Graves im Camp vorbei. Weiß jemand etwas über Stephen Appleton oder seine Frau? Nein, anscheinend nicht. Okay. Werden wir noch überrascht? Werden wir noch Menschen sehen? Tote Menschen? Lebende Menschen? Ich glaube es eher weniger. Wahrscheinlich tote Menschen. Aber werden die dann wieder leben? Also Zombies in dem Sinne? Cool. Wow. Ich wollte eigentlich die Lichtlein drücken, nicht die Tür öffnen und schließen. Sehr bedrückender Ort hier. Aber ist ja klar, wenn man bedenkt, was passierte. Kommt da noch was? Karte.
So weit sind wir auch noch nicht. Die Karte ist noch riesig. Riesige Karte. Schließ die Tür. Aber hier mitten im Dorf waren wir jetzt einigermaßen schon rum. Noch die Straße hier abklappern. Dann gehen wir mal hoch in den Wald. Vielleicht finden wir dann mehr heraus. Okay, Tür ist verschlossen. Fliegen herum. Und da führt ein Weg in den Zaun. Kopfnuss. Jerry? Ja, was willst du? Das habe ich gesehen. Bleiben Sie weg. Nicht näher kommen. Das ist Privatbesitz. Du machst allen Angst. Es ist überall im Dorf. Hat alles befallen. Es ist so schnell. Wovon redest du? Es bewegt sich durch die Leitung. Großer Gott, Sie sind ja verrückt. Wo ist Kate? Was haben Sie gemacht? Verstehen Sie denn nicht? Es durchbricht die Quarantäne und passt sich an. Die verdammte Farbe los, Abbott. Finger weg. Ja, im Schluss jetzt. Schlappschwarz. Her mit der Farbe. Nein, im Schluss. Ich brauche Sie. Reicht. Okay. Manifestiert sich schon überall. Steven, kommen Sie zurück! Oh Gott! Was bist du? Was bist du? Komm, sag's mir! Na ja. Geschlossen. Geschlossen. Alles geschlossen hier. Ja, der Jeremy. Schon eine komische Geschichte. Packend, fesselnd. Aber eigentlich ganz ohne Action. Nur durch Erzählung. Okay. Nix Mohn. Gartenlaube? Jawohl. Wenigstens etwas. Da läuft ein Radio. Das Haus sieht auch sehr vielversprechend aus. Und die Tür ist sogar geöffnet. Hallo. Besuch. Ein Klavier. Ich kann nicht anders. Aber es funktioniert nicht. Mein Charakter, den ich spiele, der kann nicht Klavier spielen. Überhaupt nicht. Schade. Eine Vase. Bisschen lüften hier. Schaltet die Tropfen aus. Hallo? Hallo? Ach. Oh, Amanda, ich dachte, Sie wären weggefahren. Ich dachte schon, wer redet hier? Wir haben es versucht. Aber alle Straßen sind gesperrt und niemand kommt durch. Und dann bekamen Georgie und Ben Kopfschmerzen. Und dann fing sie an zu bluten. Es war furchtbar. Sie hatten solche Angst. Also hat Neil umgedreht und
Und wir sahen, dass das Haus offen stand. Und ich weiß, wir hätten es nicht tun sollen, aber wir sind rein, um die Kinder zu waschen. Und dann fingen er und ich auch an zu bluten. Oh, nee. Meine ganze Bluse ist voll und alle waren so müde. Ganz ruhig, Amanda. Alles wird wieder gut. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, wo Neil und die Kinder sind. Sie sind oben. Sie waren müde und Neil meinte, sie sollten ein Nickerchen machen. Und wir dachten, es macht Barbara nichts aus. Sie sind ja noch klein und ich war so müde. Darum brachte Neil sie nach oben. Er brachte sie hoch ins Bett. Und? Das war vor 6 Stunden. Ja. Er ist nicht wieder runtergekommen. Ich hatte zu viel Angst, um nachzusehen. Warum sehen wir nicht gemeinsam nach? Nehmen Sie meine Hand, wenn Sie möchten. Ja. Wollen wir auch? Das schaffe ich, ja. Ich glaube, wir gehen auch. Helfen Sie mir bitte. Natürlich helfe ich Ihnen. Geht voraus. Neil? Neil, sind Sie hier? Hallo? Neil? So toll. Auch toll. Hier ist nix. Na toll. Man will nachsehen, oder? Und die Türen sind verschlossen. Türen sind verschlossen, alles klar. Bin ich irgendwie noch froh drüber. Andererseits hätte ich gern gesehen, ob es wirklich noch Menschen gibt. Also... Hallo? Geht's noch? Ist eine krasse Geschichte. Gibt richtig Gänsehaut hier. Jeremy! Alter! Okay, hier waren wir am Anfang. Wir sind wieder zurückgelaufen. Was willst du denn? Bin ein verrücktes Huhn. Ja, hallo, ich bin da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich komme ja schon. Komischer Typ. Hier? Was will er mir jetzt zeigen? Bin ich schon da? Bin ich schon da? Ich komm nicht hoch. Ich komm. Hallo? Krücke? Krücke? Komm gleich. So. Da? Nö. Da nicht. Ich sehe dich ja. Da waren wir schon. Sollen wir nochmal da rein? Ja, ich bin hier. Kannst du mich hören? Bist du da draußen, du Teufel? Du hast alle erwischt. Ja.
hast alle umgebracht. Oh, lieber Gott, hilf mir. Mein Gott, gib mir Kraft. Hallo? Hallo? Hallo, ist da irgendjemand? Ich bin da. Ist noch irgendjemand da? Ich bin da. Jerry. Du bist also noch da. Ja, ich bin da. Ich hätte es wissen müssen. Ja, was? Na dann komm. Bringen wir es endlich hinter uns. Ich muss mich um meine Gemeinde kümmern. Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, man hört mich noch. Ja, da waren wir vorhin schon. Oh. Da hat sich was getan. Okay. Komm. Fast. Fast. Komm, noch ein. Da. Jetzt habe ich's. Oder auch nicht. Ist leer. Ich kann da jetzt. Ist auf jeden Fall schwierig, hier die Frequenz zu finden mit der Maus. Okay, ich muss einfach draufbleiben. Ihr Schall geht aus in alle Lande. Und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein. Und so ging auch Jeremy seinen Weg und verschwand im komischen Licht. Moment. Wir haben dunkle Nacht. Irre ich mich oder haben wir dunkle Nacht?
Da war doch vorhin noch Sonnenschein hier. Bei den Fenstern, nicht? Hallo? Die Tür geht auch nicht auf. Was müssen wir machen? Ich fühle mich gerade gar nicht wohl. Ich muss auf den Weg schauen. Schön. Glühwürmchen. Oder was das sein soll. Jetzt ein Jumpscare. Jetzt ein Jumpscare, das wär's. Da hätte ich ein Herzkasper auf der Stelle. Aber ich glaube nicht mehr dran. Hallo? Ah, okay. Nee. Oder? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Gar nicht schön. Wendy. Wendy. Wow. Okay. Cool. Wow. Schaut euch die blauen Felder an. Richtig schön. Richtig geil. Oh, ich tanze in den Blümchen. Ich meine, schön, wunderbar. Alte Baracke hier. Ja, super machst du das. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Wunderbar. Die Musik, alles wunderschön. Ich bin hier da. Wo führst du uns hin, Wendy? Erzählst du uns deine Geschichte? Wie Jeremy, der Pater? Ich denke ja. Du bist hell. Du bist sehr hell. Du kannst nicht bewegen. Es bleibt einfach da. Ich glaube, wir sollen rein. Birds. Vögel beobachten. Alles klar.